Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wissen. Wir stehen direkt vor der Vulkanfestung. Na dann. Hallöne. Paul. Ach ja, das kann man. Ein schreckliches Monster. Was? Wie? Was? Nee. Mann, Mann, mach nicht so einen Scheiß mit mir. Versuchen kann man es aber. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Toll. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen? Du hast dich ihnen gestellt? Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine, danke. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Hoffentlich bleibt es ruhig. Was hast du die versteckt? Ich habe gerade geklaut. So, oh, hier holt ihr noch irgendwo Münzen her. Können wir denn noch was, können wir was braten? Wenn du solche Kochrezepte hättest, irgendwann mal bitte. Aber wir sammeln und mal was machen. So, das haben wir noch. So. Na dann. Hallo. Ein weiterer Freiwilliger. Nö. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, mit einer Wurst wie dir reden wollen? Weil ich lecker schmeckt? Weißt du nicht, keine Ahnung. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Nein. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Hm. Also gut, ich lass dich rein. Aber wehe, du machst Ärger. Ich glaube nur alles leer, kein Stress. Nur kein Stress. Ich glaube nur alles leer. Jetzt bin ich drin oder was? Aha, ein weiterer Rekrut. Nein. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nein. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut, ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Na schön. Inquisitor Mendoza ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu wahren. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe. Ja. Damit du dich nicht verläufst. Sehr nett, Dankeschön. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Was? Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Oh Gott, na toll. Echt jetzt? Ich bin jetzt hier gefangen in der Sch Dann räume ich euch die Bude leer, das ist ja klar. Wenn ihr mich auf Zwang hier festhalten wollt, also uhu. Darf ich lesen? Geht das? Ja. Hier steht etwas über Magie. So lesen darf ich schon mal, das ist gut. Das zählt nicht gleich als hey, unser Wissen. Gib's wieder raus. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Könntest du denn so jetzt nicht einfach irgendwas klauen im Besen? Brauchen wir nicht unbedingt. Der Kiste. Was haben wir denn noch dabei? Illusionen erschaffen habe ich nicht mehr viele. Ich würde schon gern dabei. Hab ich das richtig gehört? Du willst mit dem Inquisitor sprechen? Ja. Ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Habt ihr alle Monster besiegt? Sind die Gefahren gebannt? Willst du wirklich wissen, wie es draußen aussieht? Lieber nicht. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält.
Wer ist mein Freund? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Okay. Ich will mal gucken, ob ich nicht Ruhe kann. Da steht ja mit dem Rücken zu mir. Vielleicht klappt's ja. Kann ich jetzt in die Hocke gehen? Er sagt nix. Huch. Ja. Solange ich da mit dem Rücken zutrete, hier. War ich nicht. So. Hier ist doch was. Die Leiter da oben ist, kann ich das aber nicht machen. Kann ich hier ran? Was steht hier? Coole Sache. Kannst du mal gehen da oben? Ich will gerne in die Truhe rein. Bitte. Du musst schauen, was da weg ist. Ein Apfel. Okay. Einfache Truhe, einfache Truhe. Ein Schrank. Wenn du mit Mendoza sprichst, sorg doch mal dafür, dass wir Bier bekommen. Ja, was? Ich nicht wirklich, dass ich das dem Inquisitor sage. Wo ich so drüber nachdenke, vergiss es einfach. Ach, so ist es. Ich hier wieder raus. Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Ignatius also. Taylor erzählte mir von ihm. Wenn du dich anstrengst, wirst du schon bald vor ihm stehen. Ob der das checkt, wenn ich das öffne? Der steht immer noch da. Ich speichere mal, checkt er das? Ich würde ungern jetzt eine Spruchrolle vergeigen. Er liest ja. Wieso sieht er das da? Er scheint so vertieft zu sein, dass es gar nicht checkt. Das ist gut. Sag mal, was hast du für mich umsehen? Oh, das wird der sehen. Sind die blind? Gut, ich sag nichts dazu. Ja, gehen wir mal hier hoch. Jetzt, wo bist du nicht echt? Jetzt! Hier alles ausgeräumt. So, den Scheiß, den ich nochmal machen müssen, speichere ich jetzt wahrscheinlich ziemlich oft. So. Jetzt noch ein Autosave, sehr gut. Steht da dort, okay. Hier ist es. Also wir haben ja eine Map. Genau, eine Karte. Okay, wir sind hier im Anfangsbereich. Wir gucken uns erstmal hier um, würde ich sagen, hier geht's nach unten. Wo jetzt hier reingehen? Okay, krasse Sache. Ach, guck mal, hier ist der Hof. Wir kämpfen die alle. Rollt überall weiter. Krass, das Ding ist ja riesig. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du. Wer hat dich denn hier reingelassen? Wieso? Du bist kein Rekrut. Du etwa? Ich bin der Koch. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja, pass auf. Drei Rekruten sollen eine Ruine... Den kenne ich schon. Den kenne ich schon. Was gibt's zu essen, Koch? Dein Teller bleibt leer. Oh. Warum? Schon, ich hab Hunger. Hier, nimm einen Apfel. Oder geh zu Kaspar. Der hat doch immer was. Wer ist Kaspar? Und wo finde ich ihn? Kaspar ist einer der Novizen. Er fegt unten die Schlafkammern. Gibt's hier irgendwas zu holen? Wein, Apfel. Okay, hier gibt's nur
Lebensmittel. Ja gut, ich komme ja noch irgendwann. Kein Stress. Mein Apfel. Okay, hier haben sie sogar Schweine. Lass mich mal durch. Lass mich durch. Ich muss mal dahinter. Fred. Mit dir reden. Ja, ich wollte mit dir reden, dann nicht. Checkt er das da unten? Ja, checkt das nicht, ne? Hey, du, was schleichst du da rum? Ich schleich nicht, ich wollte bloß da rein. Mach weiter. Dass ich die Tür aufgemacht habe, checkt doch nicht. Ach, dass ich rumschleiche, da ist checkt doch. Ja, ist klar. Das ist ein Blitzmerker. Aber nicht so würde ich das nachts machen. Echt. Ja, nachts ja durchschleicht so überall so. Lang schleicht. Bin ich froh, dass ich auf niedrige mitgenommen habe hier. Guten Abend. Geh lieber trainieren. Ich trainiere nicht. Ich klaue nur. Macht viel mehr Spaß, glaub mir. Käse. Was? Nee, war ich nicht. Kann nicht sein. Das checkt doch nicht, ne? Ich bin da. Macht nur Sinn, wenn ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Oh, der hat mich gesehen. Hey. Hi. Aber das geklaut haben sie nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Regionale Karte, da hinten war ich jetzt auch schon. In den Baracken war ich drin. Okay, gehen wir mal in die andere Richtung. Hier drüben geht's ja weiter. Gehen wir nochmal hier drüben durch am besten. Gucken wir jetzt über den. Und dass hier die Kiste auf dem Platz machen wir dann nachts am besten. Sonst ja niemand hier. Ups. Gerade nicht. Okay, dann nicht. Das sind überall Kisten, ey. Also die kann ich wohl nicht öffnen. Gut, hier ist nichts, okay. Wir sind schon hier Gitter davor. Weil sie hier entkommen würden oder was? Boah, das ist ja mies. Ja, hier gibt es eine Schmiede. Da hoffe ich, dass es eine Goldschmiede oder sowas gibt. Haben die hier überall Zeug angemacht, ne? Okay, hier unten ist überall Blut. Warum ist hier Blut? Hey, neu hier was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Was für ein Horn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst anziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du, wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Das ist wahr. Da ist was dran. So, und was hat's hier mit auf sich? Hier liegen sogar Knochen. Gut, hier, das überlebst du nicht. Gesicht. Was willst du? Hast du auch richtige Waffen?
Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Kein Stress. Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber ist schon gut. Es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Toll. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Was ist mit Schmiederohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Ich komme nicht raus. Ich habe Eisenerz für dich. Was kann ich für dich tun? Was haben wir denn hier? Gibt es hier was anderes? Ach, nee, gibt es nichts anderes. Einen, der zu handeln. Ein Speer. Wahnsinn. Na, okay, der hat echt nichts. Ne? Das kannst du haben. Hier, schmelz ein das Zeug. Der hat doch bestimmt irgendwo eine kleine Goldschmiede rumstehen, oder? Da müsste ich nämlich mal ran. Da ist doch. Hier wird nicht geklaut, verstanden? Ich will nicht da, darf ich da ran? Den will ich noch haben. Klauen tue ich nicht. Der guckt hier, oh, der guckt. Ich will nicht klauen, ich will ein bisschen Regen machen, kein Stress. Mehr will ich nicht, sorry. Bin schon raus. So. Hier. Okay. Nochmal. Ordentlich. Schutz. Yeah. Das läuft, das läuft. Den haben wir Ola geräumt. Hm? War ich nicht. Glaube ich nicht. Was haben wir jetzt für ein Schwert gekriegt von dem? Das hier. Rostiger 2 hinter. Boah, Wahnsinn. Ich habe dem Mensch gedacht, dass der mal was vielleicht richtig gut ist, noch weiß ich halt da. Wenn es auf der Pop kommt. Na gut, wer ist hier hinten? Ja, schon. Das sind wir jetzt in der äußersten Ecke, da unten ist das Kampffeld. Hier ist der Schmied. Okay, hier ist der Schmied. Hier hinten rein können wir noch ein Stück. Bevor wir jetzt mit den Rekruten quatschen. Okay, da geht's raus. Ah, Autosave. Ich wollte schon sagen, hier stürzt ab. Fuß. Was? Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Da klingelt kurz an der Türe. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Also okay. Verschwinde. Na gut. Ich schwöre nicht auf den Friedhof. Auf Wachdienst hätte ich mal gucken. Nur was klauen hier. Oh ja, hier 30 Gold. Sehr schön. Wir werden aber gleich erstmal die Folge pausieren. Ja, passieren. Die ist ja fertig an sich. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Wir können ja dann mal schnell mal versuchen, ob wir da hinkommen. Da würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Da gucken wir auf den